ist Rainer Just, ich komme von der Feuerwehr in Sindelfingen. Wir sind zwischen dem Kreuz Stuttgart und Sindelfingen Ost. Der hat einen Betonmischer heute Morgen Beton auf der Autobahn verloren, und zwar über zwei, maximal drei Fahrspuren. Dieser Beton muss weggespült werden, bevor er antrocknet, sonst müsste die Autobahn gesperrt werden, um Fräsarbeiten durchzuführen, die a, betriebswirtschaftlich teurer sind und auch vom Zeitaufwand sehr viel höher wären. Die Feuerwehr ist von der Autobahnmeisterei zur Unterstützung angefordert worden, und die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei reinigen die Fahrbahn. Das ist nicht so einfach, wie es klingt, weil wir diesen Betonschlamm, der gerade ausdringt, nicht in das Oberflächengewässer ableiten dürfen, weil es fischtoxisch werden könnte. Deswegen werden Saugwagen eingesetzt, die aus dem Kanalnetz zum Spülvorgang parallel gleich diesen Betonschlamm aufnehmen. Es dauert sehr lange. Die Autobahn ist schon seit 8 Uhr gesperrt und wir denken, dass es noch eine Stunde oder zwei dauert, bis es dann freigegeben werden kann. Was wir getan haben, ist eine Schnellreinigung einer Fahrspur, damit zumindest ein bisschen Verkehr fließen kann. Dankeschön.